Take 25.000. Abonniert ho Maldo rockt! Metal heute! Hässlichstes Dance, willkommen zur vierten Ausgabe von Metal, Alter, meinem österreichischen Rock- und Metal-Magazin. So, warte, jetzt muss ich mich nur der Gitarre entledigen und die Lüftung auftragen, weil es ist schon wieder sauheiß da herinnen. Aber ja, da muss man durch. Für euch nehme ich alle Strapazen, die es gibt auf dieser Welt, auf mich, wie zum Beispiel mich durch den österreichischen sogenannten Underground zu wühlen und ja, Bands und Musiker zu finden und euch in diesem Metal-Alter-Format vorzustellen. Ihr müsst es entschuldigen, ich bin ein bisschen kaputt. Ich habe jetzt gerade 25 Takes gebraucht für dieses Anfangsriff und ich denke mir schon langsam, vielleicht war das gar keine so eine gute Idee, dieses Riff am Anfang von der Sendung da aufzunehmen, weil ich habe jetzt absolut keine Energie mehr für die Sendung, aber da muss ich auch durch live, gar nicht alle anders live, müssen die jetzt auch auf die Bühne raus und Show liefern. Aber bevor es soweit ist, bevor ich da die Show liefere, zeige ich euch jetzt einen richtigen Musiker, also jemanden, der das nicht so schlampig herunterspült wie ich, sondern einer, der richtig gut ist und der gute Herr heißt auch Jean-Marc Perk. Und das habe ich jetzt sicher falsch ausgesprochen. Und er ist das Mastermind hinter dem Pseudonym The Last Cell. Und der Typ macht einen unglaublich technischen Progressive Metal. Und ich würde sagen, da schauen wir jetzt mal ganz kurz rein. Aufmerksame Zuschauer meines Metal-Alter-Formats haben diesen Schlagzeugherrn zum Schluss sicherlich erkannt. Den habe ich nämlich letztens in meiner letzten Folge schon gefeatured. Das ist der Krim und der hat da für den guten The Last Cell diesen Song Ikigai eingespielt. Ja, nur ein paar Worte zum Jean-Marc Perk, also zum The Last Cell Perk Berg. Bitte unten in die Kommentare rein, wie man das ja wirklich ausspricht, lieber Jean-Marc. Er ist Gitarrist, seit er 9 Jahre alt ist, hat am Vienna Music Institute studiert und hat eben dieses Solo-Projekt gegründet, The Last Cell. Er hat zwei sehr fähige Live-Musiker, das heißt, man kann diese ganze Show live auch noch bewundern. Ja, also schaut unten rein unter das Video, da gibt es die ganzen Infos, da kann man hin zur Homepage vom The Last Cell und ja, alles durchabonnieren, durchkaufen, durchhören und unterstützen. Metal, Alter! Um der österreichischen Musikszene einen möglichst guten Dienst zu erweisen, zeige ich jetzt nochmal in der Rückschau die Musiker, die ich schon vorgestellt habe und ich werde das jetzt zumachen. Ich werde die letzten 5 herzagen und der Älteste fällt dann immer raus. Ja, viel Spaß! We'll be right back.
Die erste reguläre Band, die ich heute vorstellen möchte, die heißt Xenocracy oder Xenocracy oder Xenocracy. Die sind sehr frisch, die haben sie während der Corona-Pandemie im Jahr 2020 haben sie die gegründet, haben jetzt ihr Herbstalbum Impermanenz haben sie in den Startlöchern, also im Herbst kommt das raus und haben da jetzt schon den ersten Song veröffentlicht und dieser Song heißt Hope for Peace und das Coole am Song Hope for Peace ist, das Live-Material fürs Video ist aufgenommen worden auf einem Event in der Szene Wien, das zufällig auch genauso geheißen hat wie diese Sendung da, nämlich Metal, Alter, und wo ich zufällig mit meiner eigenen Band dort gespielt habe. Aber ja, um das geht's nicht. Jetzt geht's weiter zu Xenocracy, Hope for Peace. Genau wie bei den Musikmenschen gibt es jetzt da auch für die Bands, die ich vorgestellt habe, nur einen kleinen Rückblick. Also die letzten 15 Bands, die ich da so präsentiert habe im Zuge von dieser Sendung, die werden jetzt nur im Schnelldurchlauf präsentiert. Ich habe jetzt dazu entschieden, dass ich da ein Limit einführe, die letzten 15 und die älteste Band fällt dann immer raus. Ja, weil sonst wird das irgendwann mal zu lang und Metal Alter besteht nur mehr aus Rückblicken. Ja, dann würde ich sagen, Mats ab! Alles gute Bands aus Österreich auschecken und supporten und natürlich auch ein bisschen herumdazählen, dass es da dieses Format gibt, das Metal-Oder-Format da auf meinem Kanal auf Humaldo rockt. Und ich habe jetzt sogar, Moment, es gibt sogar offizielle Sticker. Am Area 53 habe ich die Sticker schon ausgeteilt. Ja, das heißt, wenn man mir mal live irgendwo über den Weg läuft, kann man mich um diese Sticker gerne anschnurren, wenn man das halt will. Und die kann man dann überall draufpicken. Ja, das gefreut euch hoffentlich genauso sehr, wie es mich gefreut. Ja, was gibt es noch so zum Erzählen? Also, ich versuche immer, dieses Format möglichst knackig zu halten. Und ich habe eh schon in der Vergangenheit das Feedback gekriegt, dass ich vielleicht ein bisschen zu oft abschweife, zu oft ein bisschen herumschwafel. Deswegen habe ich da diesen dezidierten Blog, da, den habe ich in meinem Skript, habe ich den Blabla-Blog genannt, wo ich euch ein bisschen erzählen will, was mir gerade so einfällt und das ein bisschen abseits der Bandvorstellungen ist. Ja, viele von euch haben es vielleicht mitgekriegt, aber ich war letzte Woche im Standard, in der Zeitschrift, also in der Webversion dieser österreichischen Tageszeitung, da war ein Interview mit mir drinnen. Da habe ich über meine YouTube-Kanäle geredet, unter anderem ein bisschen über Humaldo rockt und das hat mir ein bisschen einen Zulauf gebracht und ihr seht schon, da sind
die Abonnenten. Ich bin jetzt knapp vor 2000 Abonnenten auf meinem Kanal auf Humaldo Rockt, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Vielleicht, wenn ihr dieses Video dann schaut, bin ich schon über die 2000, aber das heißt, ja, ich freue mich sehr, dass ich endlich diesen Punkt da erreiche. Bei meinem letzten Video, bei Metal Alter 3, war ich auf 1884, das heißt, ich habe 114 Abos seit der letzten Folge dazugekriegt und das ist eigentlich unglaublich, also so viel habe ich auf Anschlag, glaube ich, noch nie dazugekriegt und ja, das freut mich sehr. Gut, gleich geht's weiter mit österreichischer Musik und vorher muss ich euch nur eine Bitte an euch richten. Nehmt mit mir Kontakt auf, wenn ihr selbst eine Band habt, wenn ihr selbst Musiker seid oder jemanden kennt, der erwähnenswert ist und schreibt mir eine E-Mail auf hooks@humaldo.tv. Stellt euch vor, dann könnt ihr dann auch in der Zukunft auch in einer Metal-Alter-Folge vorkommen. Das war sehr, sehr geil, weil sonst geht mir irgendwann mal das Material aus und dann muss ich improvisieren. Jetzt mal lieber, wenn das Ganze schon fluffig abgeht. Oder? Und natürlich, bewerbt euch bei mir, bewerbt euch. Es ist eure Chance, dass ihr da in diesem Format unterkommt. Es ist Zeit für den Herbst, eindeutig. Jo, ich habe was Neues für euch jetzt ausprobiert, für Metal oder für meine Sendung. Ich war letzte Woche in Tirol auf einem Gig mit vier Bands auf der Metal Overdrive, auf der Overdrive Metal Night. Und da habe ich mit meinem Handy live Bericht erstattet mit Instagram Stories. Und ich habe mir gedacht, ich werde aus diesen Instagram Stories werde jetzt einen kurzen Bericht zusammenschneiden, den ich da jetzt in Metal oder drinnen feature. Weil ich weiß, einige von euch oder wahrscheinlich sogar ganz viele von euch haben kein Facebook, haben kein Instagram mehr. Und ihr sollt trotzdem in den Genuss dieser sehr kurz zusammengeschnittenen Festival-Berichterstattung kommen. On the road again. Ja, man sieht sich. In Tirol. Overdrive Metal Night. Da sind wir da. Guck mal, schaut euch die Location an. Ich habe gerade spontan entschieden, dass diese Berichterstattung da via Stories in die nächste Metal Alter Folge übernommen wird. Ja, liebe Fans und Faninnen, werdet nun Zeuge modernster Technologie. Oh, mit dem fährt die PC heute heim, hast du gesagt. Ja. Soundcheck geht. Voran, gleich geht's los! Unter 2 Minuten, meine Damen und Herren, mein Rückblick zur Overdrive Metal Night in Tirol. Das war im Volksspielhaus Kramsach. Das ist nähe Rattenberg, also nähe Radfeld, dort, wo in der Vergangenheit das In Rock Reloaded stattgefunden ist und wo ab nächsten Sommer dann das Infield Festival stattfinden wird. Nachdem ich jetzt die vier Bands auf einmal vorgestellt habe, da in diesem Live-Video, geht es jetzt ein bisschen ans Equipment wieder. Ich zeige euch ja mein Equipment, mein Zeug, das ich habe und das ist die Gitarre, mit der ich heute gespielt habe. Das ist eine Sola, das ist die E2.6 Black Matte, Black Matte, wie auch immer. Die habe ich mir 2018 gekauft, also das ist diese Gitarrenmarke vom Ola Englund, also diesen sehr, sehr, sehr berühmten
Metal-Gitarristen auf YouTube. So, holen wir es da einmal rein. So schaut dieses Ding aus. Also ich finde es sehr, sehr hübsch. Ich hab nichts umgebaut. Das heißt, das ist alles original. Und es sind Duncan Solar Humbucker sind drinnen, passive Tonabnehmer. Klingt alles sehr, sehr amtlich. Ich muss aber leider dazu sagen, dass ich nicht der größte Fan von dieser Gitarre bin und doch im Zweifelsfall live eher mit meiner ESP da hinten oben, mit der spiele ich eigentlich bevorzugt. Die gefällt mir eine Spur besser, vor allem weil diese Solar fast ein halbes Kilo schwerer ist als die ESP und das merkt man schon. Außerdem finde ich den Toggle-Switch an dieser Stelle, ja, es ist zwar originalgetreu, dass der Toggle-Switch da oben ist, aber ich hasse das, wenn er da ist, weil ich erreiche er beim Spielen nicht. Ich muss immer diese Bewegung in diese Richtung machen und bei meiner ESP ist der Toggle-Switch da unten und ist viel besser zu erreichen. Das gefällt mir schon mal nicht und da werden mir sicher einige lünchen. Die Solar-Gitarren haben ja alle einen Reversed Headstock, also wo die Maschinenheads auf der Unterseite sind. Ja, das ist für viele finden das sehr fancy. Ich muss aber sagen, ich hab's lieber auf der Oberseite, die Mechaniken. Erstens einmal, weil ich mit allen Schwartur beim Umstimmen den richtigen zu finden, weil ich einfach da oben die Mechaniken gewohnt bin. Und außerdem bin ich ja schon drauf gekommen, auf dieser Seite stoße ich unabsichtlich viel öfters irgendwo und verstimme dann die Gitarre und ich finde, da oben sind die Mechaniken einfach viel, viel sicherer. Ja, das ist meine Solar, also die ist jetzt hauptsächlich meine Ersatzgitarre bzw. die Gitarre für alternative Stimmungen. Die habe ich heute verwendet, weil der Song am Anfang dieses Videos auf Drop C gestimmt ist und das ist eine andere Stimmung, als ich auf meiner Hauptband-Gitarre habe. Ja, gut, das war's. Meine Damen und Herren, meine Solar. Metal-Alter! Wir nähern uns auch schon wieder dem Finale dieser Metal-Alter-Sendung und eine Vorstellung habe ich nur für euch, eine Bandvorstellung. Also die Sendung heißt zwar Metal-Alter, aber ich nehme gerne Rockbands. Und heute stelle ich euch eine Band vor, die heißt Metternich. Und Metternich, die kommen aus Wien und ich muss euch da jetzt auch ich muss euch den offiziellen Text vorlesen, damit ihr versteht, um was es da geht. So, ein Sound, wo es da gnadenlos und geradeaus ein Watschen oben hat. Ein Sänger mit einer Mörderstimme, der was Geschichten aus dem Wiener Alltag erzählt. Ein Koala-Bär aus Schönbrunn, der was Gitarre spielen kann. Wie kein anderer, ein Bassist, der was Lines zirkt wie ein Weltmeister. Und ein Zeigler, der ordentlich eine drescht. Ja, das ist die Bezeichnung von Metternich. Die machen Mundart-Dialekt Rock und haben wirklich sehr, sehr viele, sehr, sehr unterhaltsame Musikvideos. Und ganz, ganz wichtig, Metternich haben dieses Jahr Österreich in Wacken repräsentiert. Sie haben nämlich die österreichische Vorrunde vom Wacken Metal Battle gewonnen, waren oben in Wacken und haben da einiges erlebt, weil bekanntlich ist dieses Jahr Wacken ja ziemlich im Dreck, im Gatsch angesoffen. Es hat geschüttet, geregnet, Unwetter und so weiter. Und sie haben da auf Stormbringer, das ist ein österreichisches Metal-Magazin im Internet, kann man das nachlesen, einen riesengroßen und sehr detaillierten Tourbericht, wie einer das Ganze da passiert ist, was das für eine Tortur war, nach Wacken zu kommen und dann aber trotzdem einen ziemlich geilen Gig zu spielen. Kann ich jedem empfehlen, schaut euch diesen Stormbringer Live-Bericht an, also in geschriebener Form. Und jetzt schauen wir rein in ein Musikvideo von Metternich. Das heißt, Kontrolltermin. Da wird's die Messer und die wird immer besser. Er kennt keine Gnade und fort eine mit der Stange. Mein Herz auch macht dann Hupfer. Ich glaub, er ist ein Bange. Ich hab ein Latzo unterm Kinn, weil ich hab halt Kontrolltermin. Ein Schlecht.
das war es eigentlich auch schon wieder für heute, für die vierte Ausgabe von Metal, Alter. Schreibt es mir unten in die Kommentare rein, ob es euch gefallen hat, wie es euch gefallen hat, ob es euch nicht gefallen hat. Wenn ihr nicht schreiben wollt, dann auf jeden Fall Daumen nach oben. Nicht vergessen, ganz, ganz wichtig, mir Feedback zu geben. Das motiviert und das bringt auch den Algorithmus von YouTube weiter, sodass mein Video breitere Verbreitung findet. Und das kommt doch auch den Bands zugute. Apropos Bands. Nicht vergessen, bewerbt euch bei mir, Musiker, bewerbt euch bei mir. Ihr müsst jetzt keine Orgenvirtuosen sein, um da bei mir unterzukommen. Wenn ihr selbst gern Gitarre spielt und im Internet Videos veröffentlicht, dann tue ich euch gerne da in meinem Format featuren. Ja, dann herzlichen, herzlichsten, riesengroßen Dank fürs Einschalten. Bleibt mir treu auf meinem Kanal, auf Humaldo Rock. Auf jeden Fall abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt, herumerzählen, dass es meinen Kanal gibt und natürlich auch herumerzählen, dass es diese Sendung gibt. Metal, Alter, jetzt ganz neu mit Sticker. Und ja, ich freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen, wenn es heißt Metal, Alter!